gut, fahren wir mal hoch. Hinbekommen? Ja, relativ. Also man merkt es hier bei mir gerade auch ein bisschen. Der Todpunkt vom Lenkrad stimmt halt nicht. Das heißt, ich habe immer so einen kleinen Tick vom Lenkrad, wo kein Ausschlag ist. Ja, es ist nur... Oh, da ist der... Oh. Pass auf! Der muss ganz ruhig sein. Fahr weiter. Einfach Vollgas, komm. Alles gut. Wenn der uns anhält, ey, dann kriegt er was zu hören. War das nicht? Aber ist doch gut, wenn es funktioniert. Das erste. Ja, ich muss auch rausfinden, welcher Todpunkt jetzt genau Lenkrad ist. Und dann, soll es kein Problem mehr geben. Jo. Ich glaube, der Jürgen kommt gar nicht hinterher, oder? Ich weiß es gar nicht. Guck mal nach hinten. Nee, ich sehe nichts im Spiegel. Gut. Ach Gott, ein langsamer Teleskoplader hier. Wer ist denn das? Harry? Nee, ich glaube, das ist der Marlon. Na, okay. Oh doch, da kommt er. Oh. Scheiße. Der Jürgen oder was? Ja. Interessiert mich nicht. Hallo. Hi. Was macht der Race jetzt hier? Weiß nicht. Solange mir nicht vor die Karre läuft. Die sind wieder nur neugierig. Wie immer. Alter, perfekt eingeparkt fast. Was? Jürgen, was los? Moje. Was machst du hier? Was ja. los? Ich muss nur mal mit dem, ja, ihr seid ja alle drei hier, perfekt. Und zwar da drüben beim Harry. Der hat Silo gebaut worden. Mhm. Ich hab mit Harry jetzt gesprochen. Er meinte, nach dem Sturm war er eine Woche noch in Tirol. Ja, das stimmt. Er war eine Woche mal nicht da. Und in der Zeit, wo er wiederkam, stand das wohl so da. Hm. Habt ihr da irgendwas mitbekommen oder so? Nee, warum? Nee, das Problem ist, wenn es keiner gesehen hat, kann es ihm keiner beweisen, dass er es aufgebaut hat, weißt? Ja, deswegen. Er kommt da auch gerade schon angerannt. Hi. Hi, Ari. Hallo. Jo. Deswegen. Ja. Also ich würde sagen, schuldig. Im Sinne der Anklage. Sollen wir dann abreißen und neu bauen? Ja, muss auf jeden Fall abgerissen werden. Weil das steht ja auch krumm und schief, das ist ja nicht wirklich verdichtet, nix. Soll ich das Zeug dann gleich lassen? Okay, mach, Harry. Also ich weiß nicht, vielleicht, wenn das sowieso, wenn du den Untergrund getestet hast und das ist nicht stabil genug, das Fundament, dann... Das ist gar nicht so, gar nicht. Das ist schlecht verarbeitet worden. Also das ist richtig schlecht verarbeitet worden, wirklich. Ja. Dann klär das mal mit dem Harry. Jo, mach mal so. Gut, bis denn. Ciao. Harry, kommst mit? Tschüss. Haben wir hier irgendwo Bänke oder so? Oh. Hier gibt's ein Vordach, können wir uns drunter stellen. Ja, toll. Wow. Und ich kann nicht unter. Warum nicht? Sind wir zu dick oder was? Zu breit. Zu breit. Passt doch. So. So. Ein kurzes Treffen nur. Hey, 4 Minuten vor der Pünktlichkeit. Ist das Maurers, ist das Beamten Pünktlichkeit? Nee, Quatsch.
So, es geht einfach darum, der Jürgen hat mich gefragt, was er denn machen soll, wenn jemand ein Pachtgelände haben will. Weil er keinen festen Preis hat von einer Pacht. Mit uns abklären. Mit uns abklären, anstatt mit ihm. Ja, das kommt ja auch auf die Größe an des Feldes, ne? Ja klar, aber es ist ja so, da muss er immer uns fragen, hier, der will das pachten und der will das pachten und Nein, was ist der Preis? ich meine, dass Racix uns fragt, sondern dass der das haben will, uns fragt. Okay, aber dann müssen wir drei uns immer abstimmen, weil sonst verpachten wir gegenseitig das gleiche Feld, das wäre auch doof. Ja, müssen wir dann, ja. Aber. Also mein Gedanke wäre, dass wir sagen 10% pro Ernte. Vom Feldpreis. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und dann könnten wir uns überlegen, ob wir sagen, bei einer Wiese machen wir weniger oder so. Nee, nee, nee. Gleich, schon gleich machen. Ja. Ja, würde ich schon sagen. Aber eine Wiese bringt nicht so viel Ertrag, weißt du? Ja, trotzdem. Wenn ich mir überlege. Weißt du, 10% vom Ertrag. Wenn der Ertrag niedriger ist, dann muss er auch weniger zahlen. Also beziehungsweise weniger abgeben. Nee, 10 nicht vom Ertrag. 10% vom. Ach so, das könnte man auch machen. 10% vom Ertrag. Dann haben wir es nämlich geregelt. Dann, wenn er dann weniger erntet, kann er halt nur weniger abgeben, weißt du. Ja, das ist dann auch. Ja, wobei, wenn ich jetzt, wenn du jetzt ein Rapsfeld nimmst und das in deine Dieselproduktion machst, dann hast du keinen Ertrag. Also, deshalb hätte ich jetzt fast gesagt, wir machen 7% bei Wiese und vielleicht 10% oder 12% bei einem Feld. Meins Geld überweisen, oder was? Ja, klar. Okay. Von dem Feldpreis. Jeden, wie auch immer. Für eine Ernte eine Ding. Okay. 10%. Und ich denke, was sollte das nach Ernten regeln? Wenn einer ein Feld dreimal abernten will, dann muss er dreimal 10% zahlen. Also 30. Ja. Ich denke, Ja. das wäre am einfachsten. Oh, die Sonne scheint wieder schön. Oh, schön. Oh. Okay. Das ist aber immer noch nicht reif. Dann sage ich dem Jürgen Bescheid, dass wir das so geregelt haben. Ja. Ab sofort. Passt So. es? Das passt. Was? Gut. Hallöchen. Hallo. Noch eine Frage Hey. habe ich. Hey, bleib mal stehen. Hallo. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn man hier auf der Karte, wenn man hier auf die Länderübersicht guckt, dann sind da ja am Rand immer so Flecken für die Produktion. Die besitzt aktuell noch der Orangenhof, also der Bauhof. Das muss auch so bleiben. Weil Warum? sonst die Produktion nicht funktioniert. Ach so. Okay, dann hat sich das geklärt. Bin ich gerade nur am Überlegen, wo haben wir das? Das Geld ging schon an die Gemeinden, gell? Ja. Okay. Ja. Ja, also das ist nur so, dass, also jetzt für alle, die es verstehen möchten. Die ganzen Produktionen hier sind eben ans Lohnunternehmen angekoppelt und deshalb sind die mit Hof 5. Also nur wer Hof 5 besitzt, kann sozusagen auch die Fabriken nutzen. Von den Lohnunternehmen was oder was? Ein Lohnunternehmen sitzt ja hier in den Höfen auf 8. Ja. Also hier jetzt bei uns. Und der Bauhof sitzt halt auf 5. Beim RP von den anderen ist es ja anders. Da sitzt LU auf 5 und deshalb gehören die Fabriken da dazu. Ja. Wenn ich das recht im Kopf habe. Irgendwie so war das. Also Okay. wenn ich jetzt die Pelletfabrik kaufe, dann wird sie mir nichts bringen, weil ich sie nicht bedienen kann. Und deshalb muss man das so regeln. Du hast natürlich vor. Holla. Habt ihr die gesehen? Hey.
Ja. Ich glaube, du hast was gesoffen. Nein. Ich doch nicht. Okay. Gut. Passt. Neumann? Marlon? Ja. Wie schaut's denn mit Erntegeräten aus? Weswegen? Wegen deinem Feld? Feldern? Ja. Alter, warum rempeln die mich alle an hier? Wenn du so die da drüben, die geben mir im grünen Oberteil, ey. Die so wackelt. Wenn du so attraktiv bist, dann. Oh. ich bräuchte. Komm da runter, Hans. Feld 15 und Feld 22, glaube ich. Nee, Feld 24 habe ich gepachtet. Das müsste geerntet werden irgendwann. Feld 24 und? 15. Da ist Weizen drauf. Bräuchte ich mit Stroh. 15? Ach da. Ah. Ja, 15. Ich brauche doch für die Pelletfabrik, weißt du, brauche ich doch Stroh. Ach ja. Ach, Hopfen. Dings. Raps oder Sonnenblume. Willst du denn gleich einen Auftrag geben, wenn das erntereif ist? Ne, du hast gerade einen Auftrag vom Hans, oder dann? Ich habe gar keinen Auftrag im Moment. Ja, dann hauen wir den mal raus. Also, gut. Ernten mit Strohablage. Ja, das war schon klar. Ja, Ernten mit Strohablage. Weizen ist die Frage, zu wie viel du den einkaufst dann. Aber da müssten wir vielleicht nochmal extra über den Preis reden. Ja, da sprechen wir später drüber, weil sich die Preise auch ständig ändern. Ja, okay. Gut, dann noch ein Attentat auf dich, Hans. Hab ich schon die Hände oben? Nein, Quatsch. War ein Spaß. Hab schon die Hände oben. Vor allem hier vor der Polizei, hier Attentat, weißt du? nein. Schon wieder die, ey. Die macht aber viel Sport. ich brauche einen Ladewagen. Ja. Für maximal. Warte, wie viel Kohle habe ich denn noch? 70.000? Nee, warte, das haut ja sonst nicht hin. Dann kann ich den Neumann nicht mehr bezahlen. Gibt's da irgendwas? Da kommt die wieder, ey. Versteck dich. Baruna. Ja. Willst du den Bergmann haben? Ich kann mich nicht konzentrieren. Hast du einen, den ich ausleihen kann, oder was? Nee, aber ich könnte dir Geld leihen. Ach so. Hm. Die Frage ohne ist... ohne Zinsen. Der kostet 80.000, ja. Aber ich muss ja auch noch, den Dings leihen. Den hier. Hans, wie heißt das große Teil da? Den Holmer Terrados muss ich auch noch leihen. Der kostet, glaube ich, 30, hat man gesagt, gell? 30.000 in der Miete, genau. Ja. Oder du hast so einen guten Traktor, dass er auch den größten Ladewagen bedienen kann. Ich habe einen Lambo, was denkst denn du? wie viel PS brauchen der? 240. 225 habe ich. Arg, das klappt. Das wird nichts. Wird nichts, schade. Also ich würde sagen, 10 PS geht noch so, wenn man Minus ist, aber nicht so viel. Aber warte mal, ich habe glaube ich, ich guck mal gerade im Katalog. Was kostet denn das? Ich könnte nämlich noch ein bisschen den Motor upgraden beim Lambo. Warte, ich rufe mal kurz jemanden an, ich habe da so eine Idee. 20.000. Weiß nicht. Für den Motor-Upgrade, 30.000 und 50.000 habe ich noch 20.000. Baruna? Ja? Ich habe gerade mit meinem
mit einem Zweitchef geredet. Also telefoniert und. Hey, ich dachte, du bist der Chef. Ja, aber meine Vertretung. Ach so. Ich halte immer noch Rücksprache mit ihm. Wir würden dir gerne einen Bergmann schenken. Einen Bergmann-Ladewagen. Was? Warum? Nett. Warum? Nimmst du es an oder nicht? Warum? Nett. Okay. Lanterne ist halt nett. Ja, dann würde ich mal kurz runterfahren zu euch und dann gucken wir uns den mal an. Nee, der müsste frisch gekauft sein. Also, wir haben jetzt einen komplett neuen willst du mir schenken, bist du verrückt? Ja, nee, ich bin nicht verrückt. Ach, du bist gemein. Nimmst du es an oder nicht? Ja, natürlich nehme ich es an, aber du bist trotzdem gemein. Wenn ich jetzt nachher mit dem Weizenpreis verhandle, bin ich voll gearscht. Nee. Ich mach dir da auch einen guten Preis. Was ist los bei dir? Hast du ist Weihnachten bald, oder? Nächste Woche? Ja, und weil ich letzte Woche ein bisschen Urlaub hatte. Ach, bist erholt und gut motiviert, ja, oder ja, was? Ja, genau. Okay. Ja, gut. Dann, vielen Dank. Machen wir gerne. Gut. Dann überweise ich dir schon die 80.000. Yep. Muchas gracias, Senor. Bitte. Mal eine andere Frage. Ja. Warum bin ich eigentlich dumm? Warum? Ich hab doch einen Ladewagen. Oh. Oh, nee. Klar, ich hab den Strautmann. Da wollte er. Nein! Soll ich mal was sagen? Einmal mit Profis, ganz ehrlich. Okay, aber dein Geld wird trotzdem gut investiert. Ja. Hans? Was? Du darfst den Strautmann exportieren. Und dann kaufe ich bei dir noch was. Das würde ich glücklich machen. Tut mir leid, ey, das wollte ich echt nicht. Ich habe mich gerade echt gewundert, weshalb da unter dem Strautmann eine 1 steht. Okay. Egal. Aber vielen Dank für die Spende. Ich werde sie auf dem Lohnsteuerauszug schön markieren als Spende. Kriegst du natürlich von der Gemeinde eigentlich wieder zurück, weil das ist ja eine Spende. Würde ich jetzt sagen. Oder? Ich kann jetzt schlecht Ja sagen. Okay. Was? Ja, machst du halt deine Lohnsteuer Ende des Jahres und dann schaust du mal. Ja. Okay. Gut. Dann bis später, gell? Bis morgen später. Wahrscheinlich. Oder bis. Ja. Tschüss. Tschüss.